Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enlisted. Es ist wieder Challenge-Zeit, ich habe eine neue Challenge gestellt bekommen. Und zwar ist das die No-Scope-Challenge und ich habe sie etwas präzisiert und habe gesagt, wir machen das K98 No-Scope. Heißt, alle meine Abschüsse werden nur gezählt, die nicht anvisiert wurden. Und alles, was meine Bots da machen, das sind halt Bot-Sachen, die sie halt tun. Ich werde am Ende im Schnitt die Kill zählen oder so einen Kill-Counter einblenden. Und dann gucken wir, was am Ende dabei rumkommt. Und dann gehen Grüße raus an den Cory. Er macht ja generell sehr, sehr viele Challenges. Und meine Challenge an dich wird sein, meinen Highscore, den ich hier hoffentlich hoch aufstelle, dann zu knacken. Ich bin gespannt, wie es bei rumkommt. Wir werden Stalingrad spielen, weil ich da am wenigsten an meinen Truppen rumfummeln musste. Und ich bin faul. Naja, ihr versteht das. Wir sehen uns gleich. So, es kann losgehen und ja, wie bei der letzten Challenge bin ich wieder mal zu spät. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich bin immer zu spät in letzter Zeit in den Matches. Okay, wir spielen Straße der Kommunisten. Ich bin gespannt, ob ich überhaupt ein... Okay, das könnte ein bisschen biestig werden da. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich überhaupt einen Abschuss bekomme. Also es muss ja irgendwie im Nahkampf erfolgen. Also unmittelbar nah dran. Denn aus der Entfernung so ein Luckshot, das ist schon... ich weiß nicht. Man hätte das eine ganze Tür auch mit MPs machen können, aber mit MPs weiß ich nicht, der ist irgendwie... Das ist irgendwie nicht so besonders, weil da triffst du immer beim Sprayen irgendwie. Ich will die ganze Zeit rechte Maustaste drücken, weil man das so gewohnt ist. Ach ja, ist ja gut. Das ist eine sehr harte Challenge. Okay, ihr habt alle K98, ja. Wie gesagt, am Ende im Schnitt, dann zähle ich dann erst die Abschüsse und dann blende, wie gesagt, so einen Counter dann halt ein. Denn falls meine Bots mal was abschießen, das zählt dann nisch. Ich muss ja stürmen, ne? Ich kann nicht draußen hier irgendwo stehen bleiben und warten. Hätte ich auch gleich mit dem Messer spielen können, ehrlich gesagt. Ist niemand? Nein! Das war meine Chance. Den hätte ich erwischen müssen. Verdammt. Geh da hoch. Ach komm, hör doch auf, ey. So geht das nicht. Nächsten ein Kill erstmal, dass es wenigstens nicht keine Nullnummer wird. Ha! Oh, ich würde mich gerade freuen. Also, ha, endlich! Nein, tot. Ja, der erste! Huhu. Ich glaube gar nicht, was mir das gerade für eine Erleichterung war. Alter, sag mal. Wie aufgescheuchte Hasen. Oh oh. Nein! Okay, dann nehmen wir Ignaz. Einen haben wir schon mal. Es tut mir ein bisschen für mein Team leid, ehrlich gesagt. Schau, was der zu uns gehört. Ich muss irgendwie versuchen, die Bots zu erwischen, wenn sie wieder Bots-Sachen machen, nämlich einfach rumstehen. Mit der Kugel. Ach. Nee. Ja, Nummer 2. Ja, anders geht das nicht. Aua. Oh, hi. Nein. Alter, jetzt bewegt er sich auch noch. Das ist doch echt lächerlich. Da war die Chance. Ah, so ein Mist. Du, leg mal dein Gewehr weg. Hol dir mal ein K98.
zu uns. Gehört auch zu uns. Ach, das gibt's nicht. Du musst den hinterherlaufen, ne? Das ist echt ätzend. Oh, das wird echt eine schwierige Challenge. Zwei Kills durch Bots und einen durch mich. Uhu. Mensch, was ist denn jetzt hier? Ich habe keine Zeit. Oh, oh, das ist ein Panzer. Ist da jemand, auf den wir schießen können? Nein. Naja, hab ich zu spät gesehen. Ist doch gut. Kannst du nicht mal nachladen, damit ich auf die schießen kann? Fast. Ich hab ihn fast erwischt. Opfert euch. Ich hab den Türrahmen getroffen. Also das ist schon ziemlich bitter. Mann, 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 Mann. Ha! Draufhalten! Sperrfeuer! Jawohl, zwei Leute erwischt. Nee, das geht ja gar nicht. Aber sind wir bei drei, glaube ich, ne? Das ist nicht so gut. Aber immerhin, schon mal drei. Ja, ja, ja! K98 Challenge! Beim Teutates, kommt her, lasst euch von meiner K98 niederstrecken. Wo er da? Ach komm, ey, also die KI ist mittlerweile im Nahkampf sehr gut geworden, ne? Die macht da echt keine Faxen. Die sticht dich sofort ab. Da kennt die keine Gnade. Das ist mir jetzt schon ein paar Mal aufgefallen. Wenn du der KI zu nahe kommst, weil du irgendwie die messern willst oder sonst was, die sticht dich sofort wieder eiskalt. Ja, angeschossen. Und jetzt die Jagd beenden. Okay, der Kill wurde mir gut geschrieben. Ach Mann, war also mein Kill, sehr gut. Wo ist der Kollege? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich beherrschen muss, nicht die rechte Maustaste zu drücken, um zu zoomen. Ach, zu spät. Zu spät. Immer wieder dasselbe Theater. Ich könnte jetzt natürlich sagen, dass meine wenigen FPS daran schuld sind. Ist doch nicht mal so verkehrt, ne? Also, wenn du mehr FPS hast, kannst du natürlich schneller agieren. Wo seid ihr? Komm Leute, ey, drei Kills, das ist ein bisschen sehr wenig. Jawohl, vier. Kommt schon, holt euch ein paar Kopfnüsse. Boah, schnell. Ah, verdammt. Wo bist du denn? Was machst du denn da? Ich stehe ein bisschen unter Stress. Okay, wir sind bei vier. Ich treffe aus der Entfernung nicht. Fünf. Niemand, niemand. Gut, dass wir draußen sind. Nein. Nein. Sechs. Alles klar. Ach, verdammt, hat aus dem Fenster geguckt. Die Sau. Okay, wir sind bei... Na, was ist denn jetzt hier?
Naja, da nicht langlaufen, da werden wir alle erschießen. Leute, seid mal mein Meat Shield. Ich brauche Meat Shield. Ihr müsst mich schützen. Jawohl. Jawohl. Ich wollte die Handgranate wegwerfen, falls ihr das vielleicht gesehen habt. Schwer, ganze Trupp tot. Okay. Aber oh, wir sind bei 8, ne? Na, ich zähl's ja nachher nochmal. Immer feste drauf. Ist hier noch was, was wir irgendwie abgrasen können? Jawoll. Mitten rein da. Ah, verdammt. Sekunde zu spät. Also, ich habe mir eigentlich als Ziel gesetzt, 10 Stück. Hatte ich mir als Ziel gesetzt. Und hatte irgendwie gehofft, dass ich am Ende dann auch irgendwie 30 schaffe, weil ich irgendwie megamäßig Glück hatte oder so, keine Ahnung. Nein, so viel nicht, aber mein Ziel war halt 10 Stück auf jeden Fall. Und mit 8, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, sind wir ja schon mal ganz gut dabei. Angst hatte ich, dass ich nie einen einzigen schaffe. Entschuldigung, muss da mal durch. Verdammt. Aua. Kurz nachladen. Leute, kommt mal hier hoch. Nicht alle sofort sterben. Es ist immer blöd, dass die Bots immer so schnell tot sind. Das wäre so ein guter... Ach, verdammt. Hat die Granate gar nicht beachtet. Genau, du bleibst da oben stehen. Ach, der gehört gleich zu mir. Ich habe bloß graue Jacke gesehen und dachte... Nein! Lass mich leben! Please don't shoot me! Es ist auch immer so ein bisschen situationsabhängig, ne? Die... Irgendwie die Bots von hinten zu erwischen, dass sie nicht sich sofort agieren können. Na gut, auf die Entfernung brauche ich es gleich versuchen, das wäre dann sehr glücklich geworden. Wenn du auf einen Spieler triffst, hast du keine Chance. Jawohl. Nein, den einen hätte ich auch gerne mitgenommen. Pack das mal weg. Das ist kein Spielzeug. 5 Schuss sind 6 Kills. Jawohl, da sind die 10. Vielleicht auch 11. Komm schon, so ist es gut. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Au! Weiter geht's. Ja, okay, gut. Auf der Entfernung wollte ich das nicht versuchen. Das wäre schon sehr glücklich. Eine etwas offenere Karte wäre vielleicht besser. Für diese Challenge habe ich. Komm schon, du musst es doch können. Und wollen. Warte kurz. Verdammt. Ah! Das war eine gute Situation. Eine offenere Karte wäre vielleicht ein bisschen besser. Da hätte man die Gegner vielleicht ein bisschen mehr flankieren können, wie eben gerade. Das hat eigentlich ganz gut geklappt mit 2 Abschüssen. Das würde ich gerne nochmal machen.
wie begeistert doch alle hier sind, dass sie die Challenge machen. Wir hüpfen nochmal darüber. Und hoffen, dass da noch welche von den Clowns sind. Warte kurz. Nicht weglaufen. Jawohl. Kopfschuss. Gibt das extra Punkte? Sind hier noch welche? Hab ich? Oh, heilige. Warte, ich hab noch irgendwas gehört hier. Der Schatten verrät, dass da jemand steht. Ich habe sogar noch ein paar Leute dabei. Cool. Hier müssen wir hin, ne? Sehr gut. So, wir müssen gucken. Okay, da ist ein Panzer. Von denen sollten wir uns fernhalten. Oh, hi. Lass dich... Ist der jetzt gerade aus Langeweile gestorben? Immer noch ein Bot dabei. Ich weiß zwar nicht, wo der ist, aber er ist tapfer dabei. Ich werde jetzt so gerne gezielt, ne? Jawohl. Nein, geh weg. Verdammt. Ich habe vergessen mitzuzählen. Verdammt. Egal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. 15 oder so? Gerade hatte ich einen kurzen Run. Das war cool. Es macht schon Spaß, ne? Ganz ehrlich. So eine Challenge kann mitunter wirklich schon Spaß machen. So hin und wieder mal, so permanent, jetzt ist keine Lust da drauf. Jetzt so nur Pistolen oder nur Schwerter oder was auch immer. Aber so hin und wieder macht so eine Challenge schon mal richtig Bock. Kein Wunder, dass Curry das immer wieder macht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das gesehen, seine Schwertpistolen-Challenge, die war auch ganz cool. Und auch gar nicht mal so einfach. Aber er hat dann im Nachhinein hat er ganz schön rasiert. Hab ich. Dankeschön, dass du stehen geblieben bist. Das ist sehr freundlich. Das muss weg. Leute, hier rein. Hey, ihr sollt keine Kills machen. Überlasst sie mir. Schade, ich habe gedacht, auf einen Distanzkill, das wäre doch der Oberkracher. Oh. Das wäre noch ein Oberkracher. So ein Distanzkill? Mit dem K98? Ohne Aim? 400 Meter Entfernung? Kopfschuss? Um es mal glatt an die Spitze zu übertreiben. Ich muss ja auch mal ganz ehrlich jetzt sagen, mittlerweile habe ich mich auch an Stalingrad gewöhnt, je öfter ich das jetzt mittlerweile gespielt habe. Es ging mir in erster Linie eigentlich immer um diesen Battle Pass, den man extra abschließen musste. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Die Karten selber sind cool. Aber dieser extra Battle Pass, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das sollte. Naja, aber das ist ja eh bald alles vorbei. Heute habe ich schon gesehen, die neue Karte, die kommt. Sieht auch schon sehr cool aus. New Georgia. Muss da rein, ne? Wie komme ich denn da rein wieder? Hallo?
Ey! Oh, das geht gar nicht. Hab ich mich gerade erschrocken? Wo bist du? Was machst du hier? Angeschossen. Na, das zählt nicht. Das reicht nicht. Das war frech. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er das macht. Hier abbiegen. Hier abbiegen. Und hier rüber. Oder was schießt er so stark? Wo muss ich denn hin? Ach da! Gott, ich war gerade völlig verwirrt. Warte, den hören wir uns. Oh Mann. Das klappt gleich im One-Shot. Jawoll. Haben wir. Nächste, komm. Schade. Ist hier noch jemand drin? Nee. Okay. Halt mal still. Jawohl, haben wir. Schönes Ding. Vier Stück hat er alleine schon platt gemacht. Das ist eine richtige Kante. Ali hopp. Ali hopp. Ali hopp. Aua. Ach, hätte jemand Stachel da verloren. Kurz heilen. So viel Zeit muss sein. Also dafür, dass das am Anfang so schleppend lief, lief es oder läuft es bis jetzt ganz gut. Wenn noch jemand hier in den Rücken fallen könnten, wäre das jetzt noch tippitoppi. Wir waren aber fleißige Pioniere. Sind die denn? Tja, das hast du jetzt nicht kommen sehen, wa? Wie beim Drive-By. Klingelt mein Telefon während der Aufnahme. Das ist ein bisschen... Na, ist egal. Das hier ist wichtiger. Ich kann zurückrufen. Das wird nachher aber ganz schöne Arbeit werden, das alles zu zählen und den Counter zu versehen, ey. Da ist ein einfaches Match einfacher. Da brauchst du nicht viel machen. Was ist das hier? Wahrscheinlich wohl eine Straßenlaterne. Leute, warum steht ihr da unten? Kommen wir von hier aus hoch? Hey du, mach mal eine Räuberleiter. Diese Jugend von heute weiß nicht mal, was eine Räuberleiter ist.
Was macht ihr alle da hinten? Ich wollte nur die Panzer markieren. Okay, wir müssen auch wieder ein paar Gegner finden. Ach, hier kann ich weiter. Ach, guck an. Okay, das ist... Ha! Hab dich! Die nächste! Nein. Verdammt. Das macht echt Spaß. Und auch, ja, also auch punktetechnisch gerade, ne? Also 36 Abschüsse. Wenn ich davon alleine schon 20 vielleicht gemacht habe, mal gucken, ob das nachher vielleicht sogar passt, dann ist das schon was. Okay, das war ein mächtiger Badabum. Ja. Ich kann jetzt gegen diesen Sniper da oben nichts machen. Komm runter und stell dich im Nahkampf. Oder er schießt mich einfach. Auf geht's, Ehrenfried. Okay, gegen das schwere MG haben wir auch ein Problem. Wir müssen da irgendwie wieder von der Seite oder sowas irgendwie ran. Okay, da ist einer. Da könnten wir es vielleicht mal versuchen. Oder nee, warte mal, wir klettern hier rein. Weil hier in den Häusern hatte ich bisher immer die beste Ausbeute rausgeholt. Like this. Verdammt. Jetzt hat er sich umgedreht. Was machst du denn hier hinten? Keine schlechte Idee. Gutes Versteck. So sind sie wenigstens nicht draufgegangen. Das ist gut. Das bringt ja nichts, wenn wir sofort wieder tot sind. Okay, die gehören... Wir haben auch nicht mehr so viele Tickets. Unsere Gruppe hat begonnen, einen Kontrollpunkt zu erobern. Das hätte man mal... Ich hatte erst überlegt, wo man das halt am besten machen kann, dachte Stalingrad mit den engen Häusern und so, eignet sich wirklich sehr gut. Und ich bin jetzt eigentlich auch relativ zufrieden mit der Wahl. Denn im Pazifik, das wäre die reinste Katastrophe. Hab ich. Gut, erzählt nicht, war nur Assist. Assist zählt nicht. Ach, ist der Schwedertrupp tot. Wenn schon, muss es ein Kill sein. Assists zählen dann nicht. Komm, einen auf jeden Fall noch. Tach. Komme ich jetzt von hier aus auf die andere Seite? Na. Ah. Ich muss, glaube ich, jetzt hier wieder raus. Hoppala, es ist heiß überall. Ich glaube, hier war das, ne? Mensch, wo sind die denn? Ich glaube, der gehört ja nicht zu uns. Nein! Ich hab daneben geschossen. Verdammt, Axt. Solche Sachen könnte ich mir später auch für einen Stream vorstellen.
wenn das da mal kommt mit dem Stream. Irgendwann so im Herbst. Hatte ich es ja mal geplant gehabt. Aua. Das könnt ihr mir auch ganz gut vorstellen, sowas. Ey, ein Punkt echt noch gekappt? Also, ganz ehrlich, so von unserer Au Ach. Das gesamte Ergebnis ist eigentlich schon sehr gut, dass wir den Gegner so vor uns hertreiben. Das war jetzt gerade am Ende ziemlich knapp. Komm mal vielleicht da außen rum. Dann schließlich haben sie jemand mit mir dabei, der ja nicht richtig spielt. Aber der mehr Punkte hat als viele andere, die richtig spielen. Das ist auch nicht schlecht. Hab dich. Hi! Du auch hier? Na, so gefällt mir das, die zu plänkeln. Komm schon, Vitus. Da sind noch ein paar Kills drin. Ich spüre das. Wir müssen nur unsere Beute finden. Da ist die Beute. Ach. Der Weg war umsonst. Nein, nicht. Nicht festhängen. Gehen wir hier runter. Das fand ich mal ganz witzig, wie du die. Wie sich die Bots in zwischen den. Zwischen den Häuserschluchten verlaufen. Zwischen den ganzen Trümmern. Und dann findest du die an irgendeiner komischen Stelle. So. Kurz Luft holen. So, und der Stunt-Skill wäre noch cool. Schade. Man kann aber doch relativ schnell schießen mit dem K98. Also, warte. Ja. Jawohl, hast du. Verdammt, aua. Nicht auf mich schießen. Ach, verdammt. Also, das Ganze klappt besser, als ich das gedacht hatte am Anfang. Ich war nämlich bei der Planung, weil die Challenge war einfach nur No Aim. Also, No Scope. So, nicht No Aim, No Scope. Und da dachte ich mir so, okay, No Scope kannst du ja mit der Maschinenpistole machen, das ist aber relativ simpel, ne? Brauchst du nur drauf sprayen. Und dann dachte ich mir, mit welcher Waffe könnte das ganz gut klappen? Mit Repetiergewehren, das ist auch ein sehr hoher Schwierigkeitsgrad, wie ich finde, wenn man halt einfach nur so versucht, auf den Typen zu schießen. Und dann war ich ein bisschen unsicher, ob man dann überhaupt großartig was trifft. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Abschüsse ich habe, es sind auf jeden Fall mehr als 10. Also mein persönliches Ziel habe ich schon mal gepackt. Und ein Kill will ich noch, ein Kill will ich noch. Oh, da hätten wir eine schöne Meute. Ja, geil. Das hat echt Spaß gemacht, ey, ohne Witz. Am Anfang nicht so, weil ich da nichts getroffen hatte. Und dann mit der Zeit lief das wirklich richtig gut. Alter, guck. Achso, ich habe 100% Boost noch angehabt. 40.000 Punkte. Cool. So, ich denke, ich brauche mich da jetzt nicht verstecken. Also wenn das passt, sind das 36 Abschüsse mit dem Gewehr. Ich weiß nicht, ob das immer nur meine Sachen gezählt werden oder nicht. Ich zähle es gleich mal nach. Ja, wir machen das noch ganz kurz. Ja gut, das ist sowieso broken bei mir. Ach, jetzt funktioniert's. Jetzt habe ich wirklich mal den Funker. Egal. Okay, ich mache hier kurz einen Cut. Setze mir einen Kaffee auf, zähle alles durch und präsentiere ich dann das Ergebnis. Okay, so, 36 Abschüsse an der Zahl. Ich bin mit dem Endergebnis vollends zufrieden und es hat mir doch sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang verlief es ja ein bisschen schleppend, aber dann so Midgame, Endgame, war es ja dann doch sehr, sehr gut. Ich bin, wie gesagt, voll zufrieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und würde mich freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Video sehen. Ich bin raus, macht es gut, ciao.